So, da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's mit Factorio. Ja, nächste Anlage, Thermogedöns, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Ach so, wozu ist der obere Bahnhof im Süden des Blocks? Hatte ich vorhin erklärt, aber macht nichts. Das ist der Bahnhof, der im Grunde genommen alles an überschüssigen Kram von den anderen Maschinen wieder aufnimmt, weil wir haben ja hier in der Produktion als Ausgang auch wieder dieses normale Thermofluid. Und damit das nicht verstopft, ist halt hier dieser Prio-Bahnhof, der sammelt das wieder ein. Und das landet dann in diesem Tank hier. Und sobald dieser Tank hier 5000 drinne hat, hört die eigentliche Anlage, die das Zeug herstellt, auf zu arbeiten. Und das werden wir gleich nochmal brauchen. Weil wir haben auch noch Output-Dinge mit dabei. Warte mal. Genau. Wo dieses minus 10 Grad Thermofluid wieder rauskommt. Auch da müssen wir das machen. Genau, hier auch nochmal. Ja, und für das andere brauchen wir das nicht. Genau, das sind die Herstellungsanlagen, das passt. Ja, aber deswegen haben wir den. So, wie viel haben wir denn hier drin? 2500. Auch das wird Ewigkeiten dauern. Aber ist egal. Wir machen weiter. So, wir haben jetzt den nächsten Schritt. Das sind diese Thermogeschichten. Genau. Thermische Kühler, 26 Stück. Wir brauchen nur ein Input, ein Output und dann ist gut. Oh, upsie. Ja, genau. Und wir müssten vielleicht mal diese Maschinerie hier anfordern, ne? Weil ansonsten wird das nichts. 50, ja, von mir aus. Wir haben eh nicht so viele, ne? Wir haben 20. Das ist okay erstmal. Jo, Peter, vielen Dank für den Sub. 18 Monate am Start. Vielen, vielen Dank für den Support und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Beziehungsweise, warte mal eben. Wir brauchen ja jetzt hier den dritten schon. Genau, weil wir kriegen ja das Zeug hier raus. Genau. Okay, dann brauchen wir drei. Ja. Man kann natürlich diesen Überschusskram auch an den Input der entsprechenden Maschinen bauen. Das geht auch. Aber nee, wir machen den Output. Jo, das heißt, wir brauchen noch einen dritten Bahnhof. Jo. Aber wie gesagt, wenn die Anlage durcharbeitet, dann ist das System irgendwann verstopft und die. Ja, der Output der anderen Anlagen kann halt nirgendwo weggeführt werden. Und dann ist halt Ende. Und das ist blöd. Gut, dann haben wir jetzt einmal Input. Ne, zweimal Input, einmal Output, genau. Wo wir was hinbauen, ist eigentlich egal. Wir könnten. Ja, die Inputs machen wir links und rechts und den Output oben, genau. Nehmen wir den mit? Ja, wir nehmen den auch mit, ist okay. Oh, da fehlen noch ein paar Rohre. Naja, ist egal, kriegen wir gleich hin. Machen wir so. Oh, upsie. Wäre ja auch ein Wunder, wenn das mal funktioniert. Ja, so ein Highlight-Modus wäre schon praktisch, ja. Das Blöde ist halt auch, jedes Mal, wenn man irgendwelche Änderungen vornimmt, dann scrollt der ja wieder so, dass die veränderte Zeile unten ist. Und ich finde das super unübersichtlich teilweise. Aber egal, kriegen wir hin. So, das waren die Innenbahnhöfe. Die kriegen hier nochmal eben so eine Pumpe mit ran. Und dann machen wir noch den Output-Bahnhof. Dann nehmen wir diesen hier. Wir brauchen dann wieder einen Prio-Bahnhof gleich. Nee, brauchen wir nicht. Also doch, er muss schon so heißen. Aber wir haben hier dann einmal die Pumpe, die von der Anlage das Zeug hier reinpumpt und diese ist wieder begrenzt.
Weil die ist nur aktiv. Genau, dann haben wir das Zeug da. Solange weniger als 5000 davon in diesem Tank sind. Und der Bahnhof, der den Überschuss hier anliefert, der geht hier rein, ja, unbegrenzt, genau. Genau, das sind im Grunde genommen einfach eine Rohrverbindung von dem hier hoch und dann ist gut. Aber dann können wir den hier schon mal einstellen, dann wäre das nämlich schon fertig. Nee, Schweröl ist sehr schlecht hier drinne. Genau, und das ist dann ein Prio-Bahnhof, aber nicht dieser hier, sondern dieser hier. Ja, und wie gesagt, wir ziehen das einfach nach oben durch. Kommt er hier vorbei? Der gute alte Autosave wieder. Warum fehlt hier Strom? Was hat er bei den anderen? Ach, er hat wieder Blödsinn gebaut. Warte mal eben. Das hier ist völliger Blödsinn. Warte. Manchmal, ne? Sind diese Stromsachen echt sehr speziell. So. Gut, den Bahnhof hier können wir auch schon mal konfigurieren. Weil da kommt das Zeug hier ran. Genau, und dann können wir diesen Bahnhof hier genauso schon fertig machen. So. Jo. Könnte gehen. So, und dann brauchen wir jetzt diese Kollegen hier. Ich habe 20, nee, ach nee, ich habe 50 angefordert. Stimmt, ja, ist okay, passt. Wie viel hatten wir gesagt, brauchen wir davon? 26, okay. Und da sind Module drin, ja. Vielleicht machen wir ein paar mehr, mal sehen. Müssen wir gucken, ob wir das jetzt von unten nach oben bauen. Ne, machen wir sogar, weil wir hier unten mehr Platz haben. Und wir haben gesagt, wir nehmen die große Variante. Wir können das auch noch in die Mitte schieben vielleicht. Ist ja mehr als genug Platz dafür. Lul. Genau, für den Quatsch hier können wir auch ganz normal diese Rohre wieder nehmen. Da brauchen wir keine Tunnel oder irgend so ein Quatsch. Das reicht sogar schon. Das können wir mit der anderen, ja, können wir hier genauso machen. Da brauchen wir keine Undergroundies, weil dann sonst geht da nichts weiter. Was wir noch machen müssen, sind hier die Module reinschmeißen. Ja, genau. Dann haben wir 4, dann haben wir 8, dann haben wir 16. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, 26. Wir machen mehr, wir machen 28. Wenn wir da noch 4 dazu bauen, dann passt es auch wieder. Genau, Module sind genug da. Strom machen wir gleich. Und wie gesagt, der Anschluss hier geht einfach hier mit ran und gut ist. So, achso, wir brauchen noch eine Verbindung. Ja, dann machen wir das hier. Warte. Genau, und von hier geht es dann einfach nur hier rüber. Und der Rest soll er sich dann selber klären. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Umspannwerke.
Genau, und dann wäre das auch fertig. Auf jeden Fall noch genügend Platz zum Ausbauen bei Bedarf, aber den Bedarf werden wir erstmal nicht haben. Oh, hier, Bergbau ist bald fertig. 97% haben wir. Ich will mal eben gucken, was unten die Stromversorgung sagt. Die müssen wir ein bisschen im Auge behalten, aber geht wieder noch. Ja. Das ist immer nur so stellenweise. Okay. Den Zug, der das Zeug hier rankarrt, den haben wir noch nicht. Lohnt sich auch ehrlich gesagt nicht, weil wir haben hier gerade mal 7000 knapp drinne. Das wird noch sehr lange dauern. Aber rechnerisch gesehen brauchen wir nicht mehr. Nur die Zwischenspeicher sind halt relativ groß. Ja, aber das macht nichts. So, dann können wir gleich mit dem nächsten Schritt schon mal weitermachen. Das ist jetzt, genau, minus 100 Grad und maximaler Tiefpunkt. Genau. Die machen wir in einem Block. Denn wir bekommen bei beiden den als Prio wieder raus. Und das werden wir dann wieder rein sortieren, nämlich dann in diesen Input. Dafür ist er da, genau. Gut, das bedeutet, wir brauchen so. Genau, den als Input. Den als Input. Output, Output, Output. Dann sind wir bei 5. Ja, gut. Beziehungsweise, ja, das ist ja eh gesammelt, ne? Ja. Ja, es sind 5, genau, okay. Dann machen wir das so. Ja, Bedienung ist schon nervig, ne? Aber egal, wir brauchen jetzt halt nur zweimal Input. Und der hier ist ja dann intern. So. Oh, wir haben ja schon einen Kryomatsch-Train. Da machen wir die beiden Inputs hier oben mit rein. Und wir haben doch auch schon, genau, einen Kryomatsch-Bahnhof. Pass auf, dann können wir den nämlich 1:1 kopieren. Wir müssen nur das Signal hier hinten nochmal eben manuell dahin schmeißen und ein paar Rohre rauskicken. Brauchen wir den fetten Tank? Ach, ich nehme den einfach mit. Ist egal. Das passt nämlich gerade so. Lul. Ach ja. Mach voll das Ding. Ist egal. Achso, das Signal ist ja eh im Blueprint-Bett drin. Stimmt. Ja, dann nehmen wir den gleich nochmal mit. Nur ohne Bahnhof. Ach Gott. Dieser Map-Modus. Mhm. Und da haben wir jetzt diesen Kollegen hier. Genau, verkabelt haben wir den. Input minus 10. Genau. Ja. Genau, dann kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin, oder? Ja. Ach, guck mal, der Kollege war schon da. Nice. Für den hier gibt es auch kein Train, ne? Ja, wie gesagt, lohnt sich auch nicht. Genau. Und dann haben wir jetzt, einmal den Output für das Kalte und dann das Superkalte. Und den Prio-Bahnhof für diesen Output hier, für die beiden. Dann machen wir das Prio-Ding nach unten. Auch schon Prio-Output mal irgendwo gehabt? Ne, nur Input, ne?
Dann nehmen wir irgendeinen x-beliebigen Innenbahnhof. Outbahnhof meine ich. Könnte sogar sein, dass die Pumpe da richtig war oder das Rohr hier, aber wir machen das erstmal weg. Oh, unter Umständen habe ich keine Pumpen mehr dabei, aber das ist nicht so wild. So, und das ist dann der entsprechende Gegenpart als Output. Jo. Ich gehe mal eben Material holen, da fehlt sowieso noch mehr. Ja, aber es geht voran. Wie gesagt, diese Flüssigkeitsdinger, gerade mit dem Kühlmittel, das dauert halt, bis der Kram vollgelaufen ist. Weil eben der allgemeine Bedarf der Maschinen nicht so hoch ist, aber erstmal diese Füllstände zu erreichen, dass die Züge überhaupt fahren, das dauert. Und wie er schon gesagt, normalerweise hätte da auch ein One-One-Train gereicht, aber nee. Wenn wir schon One-Four machen, dann machen wir das überall. Ja, wird schon gehen. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ja. So, genau, der hier kann auch ganz normal befüllt werden, da ist nichts, was irgendwie eine Prio braucht. So, und dann haben wir jetzt den Output für die kalten und superkalten Geschichten. Und hier hat er schon wieder die gleiche Scheiße gebaut. Das ist aber im Blueprint nicht drin, oder? Warte mal eben. Ach doch. Ach komm, ey. Das ist so ein Blödsinn. Hier, das ist einfach diese Doppelverbindung. Völliger Blödsinn. Egal. Achso. Sollten wir eventuell nochmal ändern, weil das nervt. Aber vom Feinsten. Weil das reicht ja, wenn der hier rüber geht. Und dieser hier dann da rüber geht. Aber das wäre zu einfach, wenn man das automatisch erkennen könnte. So. Dann machen wir jetzt hier. Ist eigentlich egal, wir nehmen das hier. Achso, ja, Kabel fehlt. Dann haben wir das auf der Seite und das superkalte haben wir auf der anderen Seite. Genau. So, dann brauchen wir jetzt im Endeffekt drei Maschinen, waren das, ne? Jo. Einmal für minus 100 Grad die beiden. Und für das andere halt eine andere Maschine. Also die gleiche nochmal, aber halt eine. Jo. Wir haben ja die beiden Sachen. Haben wir ja da oben. Mhm. Jedes Mal wieder das Gescrolle hier. Ja, pass auf, dann machen wir das auch so. Dann stellen wir die beiden, die wir so brauchen, da oben hin. Ach, ich habe nur eins. Ha, egal. Pass auf, wir können das auch gar nicht herstellen. Ach so.
Wenn wir die richtige Anlage nehmen, ne, dafür, dann geht das vielleicht auch, oder? Warte mal, wir brauchen diese hier. Ich nehme mal so 15 mit, das ist okay. Und Forschung ist durch. Habe ich lange nicht gehört, dieses Geräusch. Wahnsinn. Ich denke, wir brauchen diese hier bald. Ah, ne, können wir nicht erforschen. Feuerrate, Artillerie, das ist aber auch ein Ressourcenfresser. Aber würde uns mal Zeit geben, die Bio-Wissenschaftspakete aufzufüllen, weil die werden nicht gebraucht. Ach komm. Jo, einfach rein damit. Genau, die Frage ist jetzt natürlich, wann wir diese Dinge bekommen. Aber es sind auf jeden Fall... Ja, da sind welche unterwegs. Dauert nur ein bisschen, aber ist okay. So, was können wir denn noch machen? Wir könnten auf jeden Fall mal gucken, dass wir noch weitere Blöcke hier reinschmeißen. Wobei, erstmal relativ Wayne. Warte mal. Genau, wir können mal eben den Bereich hier oben fertig machen. Gut, läuft. Ja, wir warten immer noch. Oder? Warte. Ah, da haben wir es auch. Hä? Hey. Achso, ja. Gut. Genau, wir haben gesagt, wir machen die Kryomatsch-Variante. Da waren keine Module mit im Spiel. Hier ist der Prio-Output und hier ist der eigentliche Output, den wir brauchen, genau. Kryomatsch ist schon da, der kommt dann von links hier rein. Wir können das noch ein bisschen verschieben eigentlich. Müsste gehen. Wir haben hier noch einen Block Abstand. Ja. Dann holen wir das Zeug nochmal eben hier längs. Achso, Tunnel, genau. Je nachdem, ob wir die ganze Maschinerie irgendwann nochmal ausbauen müssen, machen wir das hier schon mal per Tunnel. Genau. Und den Output von hier, den schmeißen wir nach unten irgendwo raus. Aber noch nicht, weil wir erstmal den eigentlichen Output machen wollen. Genau, den ziehen wir einfach durch. Von mir ist auch noch darüber, ist egal. Auf jeden Fall tunneln wir die Kollegen hier dann raus. Und dann müssen wir gleich irgendwo noch die Maschine für das minus 273 Grad kalte Gedöns bauen. Ich glaube, wir setzen den aber erstmal mit ein bisschen Abstand hier neben. Das war ja eh der Bahnhof dafür, ne? Ja, genau, siehst du. Dann geht das ja sogar. Aber wir gehen in die zweite Reihe. Wir können das auch hier hinbauen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Möglichkeiten, das zu erweitern. Und vor allem haben wir dann hier den Output auf derselben Höhe und so. Wir müssten nur... Ah, nee, halt. Oh, wir können das hier nämlich auch daran tunneln. Genau. Und den Kryo-Shit können wir uns hier noch organisieren. Genau. Dann können wir je nach Reihe oder je nach Bedarf können wir halt hier stacken oder hier unten stacken. Ich denke, das ist okay. Genau, und da wir dann irgendwann von dem Zeug hier nochmal eine Reihe hinschmeißen müssten, können wir schon mal vorbereiten, ist eigentlich egal. Genau. Nee, brauchen wir eigentlich nicht, aber ist egal. Lassen wir es mal da, passt schon.
Weil der hier wäre dann der Kollege. Und das Zeug, das kommt hier einfach mit rüber. Können wir auch hier unten reingehen, weil das ist völlig egal. Und jetzt haben wir noch den Output von dem Kollegen. Das geht natürlich nach links noch weiter in den anderen Bahnhof. Dann wäre Strom eine nice Sache. Genau, und dann möchten wir gerne noch den Output hier unten irgendwo anschließen. Also den Müllausgang. Ja, wenn man es Müllausgang nennen möchte, aber ja. Es ist ein Überschuss. Genau. Hier kam eh noch nichts an, ne? Solange hier nichts geht oder hier nichts befüllt wird. Wir haben inzwischen 13.000. Wir könnten theoretisch den Zug auch manuell fahren lassen, aber das hat eh keinen Wert momentan. Ja gut, aber dann haben wir zumindest schon mal den gesamten Kältemittelbedarf für die Geschichte fertig. Ja, Strom geht. Ja. Multispektrale Spiegel. Kann man die eigentlich auch woanders herstellen? Nee, das ist nur Weltraumfabrik, okay. Ja, endlich wieder Schrott. Und das ist einer der Gründe, warum wir unten eine zentrale Schrottverarbeitung gebaut haben. Und ich sehe gerade, ich glaube, wir haben für jedes Material, was hier reinkommt, bereits einen Zug, der Dinge tut. Ja, könnte sein. Na gut, dann machen wir doch gleich hier drunter weiter. Weil, wie gesagt, wo die Anlagen im Endeffekt hinkommen, ist nicht so relevant. Ach so, genau, wir wollten hier oben noch was machen. True. Immer schön Dinge weiter ausbauen. Hat der hier auch was gemacht? Nee. Warum eigentlich nicht? Ach so, weil ich vergessen habe, hier die, den Fußboden hinzusetzen. Ja, immerhin müssen wir das nicht selber machen, ne? Das macht der Fliesenleger des Vertrauens. Gar kein Problem. So, kommen wir zur nächsten super komplexen Anlage. Gut, fertig. Wir brauchen natürlich nur ein paar Bahnhöfe, ne? Das ist, glaube ich, klar. Wir wollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volles Haus. Okay. Ist ja nicht das Problem. Das war wirklich nur eine Anlage davon, oder? Yep. So, wir haben jetzt hier von rechts oder von unten die Flüssigkeiten. Ich denke, wir machen das dann hier auf der rechten Seite. Yep. So, wir können auch die richtigen Bahnhöfe nehmen, weil... Wo haben wir es denn? Genau, chemisches Gel Input haben wir schon da. Wir müssen dann nur wieder so ein paar Rohre rauskicken. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Dann nehmen wir das Ding mit, inklusive Bahnhof. Ja, müsste richtig sein. Warum ist da keine Verbindung? Warte mal. Ich habe, glaube ich, den Snap-Punkt verkackt, ne? Kann das sein? Jo, habe ich. Upsi. Genau, weil dann geht das nämlich auch. Warum ist der... Ach so, ich habe auch vergessen, den Strommast zu kopieren. Na gut. So. Genau, der ist schon eingestellt. Der ist schon konfiguriert, aber da fehlt noch was. So, des Weiteren haben wir noch einen Schmiermittelbahnhof. Oh, der wird aber nice gelandet hier, aber naja. Genau, Schmiermittel-Input haben wir hier. Und ja, da gibt es auch schon einen Train für netterweise.
Ja, das haut hin. Ich habe einfach gerade den Block, glaube ich, mal einverschoben irgendwie. I don't know. Aber das ist hier auch merkwürdig, ne? Warte mal. Was ist hier eigentlich Phase? Ach nee, das passt ja. Upsi. Ja, ich habe mich verguckt, aber. Hä? Warum ist es jetzt. Ach so, weil der Strommast auf hier liegt, der deswegen. Oh Gott. Aber warum geht das nicht? Das geht doch hier auch. Weil der ein Block höher sitzt. Ich werde bekloppt. Irgendwas haut da nicht hin. Naja. Oh, ja, moin. Egal, lassen wir so stehen für uns, ja. Ja, nächstes Mal immer komplett kopieren, ne? Und nicht nur die Tankgeschichten und so. Ja, damit wären wir mit den Flüssigkeiten fertig. Den Output für die multispektralen Spiegel und den Schrott, den machen wir nach unten. Ja. So einen Schrott hatten wir noch nicht. Egal, dann nehmen wir irgendeinen. Passt schon. Oh. Hä? Ach so. Oh, da war schon mal jemand da. Das ist interessant. Na gut. Genau, das nehmen wir nur bis hier mit. Genau, und den hier können wir dann auch connecten. Und den hier können wir hier connecten, genau. Genau, dann fangen wir hier oben, ja, fangen wir mit dem Schrott an, ist egal wie rum. 50er Stackgröße, also 8, 8K passt. Beim Schrott ist eigentlich egal. Nee, wir bleiben in dem Schema. Bleiben bei dieser Anlage in dem geschlossenen Schema. Besser ist es. Wobei das bei Schrott wahrscheinlich nicht so tragisch wäre, aber. Ist okay. So, und dann haben wir hier als Output. Achso, die sind hier, ne? Genau, die multispektralen Spiegel. Auch 8000, das passt soweit. Gut, dann das nächste. Wir brauchen viermal Input. 1, 2, 3, 4. Glück gehabt. Nice. Ja. Warte mal, wir haben doch solche Sachen schon. Genau, Glas. Das können wir. Wir können, glaube ich, sogar alle übernehmen. Von irgendwo her. Ja, hier Stahl. Wo hier was steht, ist total egal. Hitzeschilder können wir nicht machen, ne? Weil wir da. Ja, müssen wir halt umbauen, dann passt schon. Gut. Hier, genau, da sind Leuchtbauteile. Ja, der Sch lol. Ja, der wird länger hier stehen bleiben, glaube ich. Naja, das ist halt Pech. Genau, und der hat auch instant Bock hier loszufahren. Ich hole mal eben schnell wieder Kisten und Greifarme. Das ist sonst sehr problematisch. Ja, 4,7. Das wird auch nicht weniger. Können wir da noch irgendwas loswerden? Ja.
Genau, und Greifarme, ja, könnten wir. Hier unten waren die, genau. Können wir auch noch welche mitnehmen. So, den Rest haben wir. Ja, haben wir. Also es bleiben die Trains hier ewig lange drinnen stehen und das ist sehr schlecht. Genau. Die machen hier auch Laola-Welle, oder? Nice. Gut. Was hatten wir noch? Ach stimmt, Glas, genau. Sollte aber auch schon irgendwo hier sein, oder? Ah nee, Glas glaube ich nicht. Nee, stimmt. Aber ist egal. Dann nehmen wir einfach... Ah, warte. Ohne Bahnhof kopieren, weil ansonsten haben wir gleich ein Riesenchaos. Dann nehmen wir das einfach so mit. Gut, Glas. Genau, da sind wir bei 16k, das passt soweit. Der braucht noch eine Verbindung. Und dann haben wir hier den Glas-Input. Ja, genau, der fehlte noch. So, und dann haben wir jetzt noch... Hitzeschilder waren das, ne? Ja, genau. Ja, die werden dann auch von unten halt geholt. Das ist aber kein Problem. Weil ganz ehrlich, hier oben würde ich die nicht herstellen. Die fressen so viele Ressourcen. Da würde ich auf jeden Fall... Ja, die Produktivität halt mitnehmen vom Planeten. Das sind 8000. Ja, genau. Es gibt natürlich schon ein Hitzeschild-Train, aber der fährt für diese Anlage hier. Würde ich aber auch ehrlich gesagt separat lassen. Und wo kommt der Stahl-Train dann her? Ach so, ja, weil ich Scheiße gebaut habe. Ja, wir müssen natürlich das anders benennen. Klar. Weil das hier ist Bullshit. Ich habe erst gedacht, wir machen uns das einfach, aber nee, das ist schwachsinnig. Genau, die beiden sollten aber passen. Ja, genau. Jep. Der passt auch. Und der auch. Genau, okay. Genau, und die Trains sind nicht mit umgestiegen. Das ist gut. Jo, dann brauchen wir 4 weitere Züge. Jo. Wird langsam voll hier oben. Aber das ist okay. Dafür ist es ja da. Ich würde mal im Logistikbereich stehen bleiben, weil wir kriegen noch... Ah ne, kriegen wir nicht. Ja, moin. Ja, aber wir kriegen irgendwann Waggons nachgeliefert. Ach, ist egal. Bist du ein Externer? Ja. Hä? Ah, Metze. Okay. Ja, womit fangen wir denn an? Machen wir Stahl, glaube ich. Ja, komm. Wo ist denn Stahl? Ach, hier. Na gut, dann machen wir das halt so. Genau, einmal voll oder halt entsprechend bei Inaktivität, je nachdem. Und das Kupfergedöns fliegt raus. So, dann haben wir den schon mal fertig. Genau, der nächste ist ein Glas oder ja, ist eigentlich relativ egal. Ne, wir machen Leichtbauteile zuerst. Dann haben wir die beiden hier fertig. Na, machen wir so.
So, wo haben wir denn Leichtbaugedöns? Ah, hier. Nee, warte, wir fangen mit voll an. Das war auch eigentlich der Plan, ich habe mich nur verklickt. Genau, dann haben wir das auch. Viel Spaß. Dann haben wir jetzt Glas, aber ich habe keine Waggons mehr, oder? Doch. Einer geht noch. Genau, Glas und Hitzeschilder, okay. Na gut, dann machen wir das. Wir fangen wieder mit dem Input an. Glas, Input, genau. Und hier dann Glas Output. Let's go. Jo, und jetzt haben wir keine Waggons mehr, ne? Nee. Aber die werden theoretisch geliefert. Ja, dann warten wir. Wir können die ja schon konfigurieren, vielleicht sind sie bis dahin da. Hitzeschilder waren das. Na, ja, wo haben wir sie? Genau, und hier auch wieder einmal voll oder wenn inaktiv. Der braucht der Schädel, ne? Das ist echt der Hammer. Aber egal, da geht noch was. So, natürlich sollten wir den nicht starten, weil wir haben keine Waggons. Wir haben Waggons. 3 Stück. Ihr wollt mich echt verarschen, ne? Diese Bots, die machen mich wahnsinnig. So, jetzt. Gut, dann have fun. Ach so. Ne, dafür hatten wir ja schon einen, genau, der ist hier am Chillen und der hier wird nicht fahren, weil da viel zu wenig von hergestellt wird. Aber das ist okay. Gut, dann können wir hier unten die nächsten Förderbandverbindungen schon mal reinziehen. Achso, warte mal eben. Bevor ich das nachher wieder vergesse, Jetpack Fuel. Auch mal so ein Ding. Ui, Wahnsinn. Genau, dann machen wir hier weiter. Na, da gehen wir dann unten raus einfach. Genau. Und für alles Weitere brauchen wir dann eh die Fließbänder. Genau, hier müssen wir mit dem Filtergreifer am Arbeiten beim Output. Ja, das ist ja easy. Da brauchen wir weder Stapelgreifer noch irgendwas. Das reicht mit diesen hier völlig aus. Und der hier war jetzt was? Der ist Schrott. Dann holen wir hier auch den Schrott raus. Jo. Wahnsinn. Genau, und für den anderen Bahnhof holen wir dann halt die multispektralen Spiegel raus. Das machen wir einfach hier auf der anderen Seite. Wir müssen hier eh einen Bogen machen, dass wir hier einigermaßen vernünftig durchkommen. Ich meine, wir können es auch hier durchtunneln, aber ist egal. Genau, dann wäre das schon mal geklärt. Natürlich bräuchten wir hier noch ein Umspannwerk. Kommen wir da irgendwo ran? Yes. Wir machen das genauso wie bei der anderen Maschine auch. Wir brauchen das eh auf beiden Seiten. Oh, da kommt Glas. Nice. Genau, Input sagt, wir brauchen hier eigentlich sau wenig. Pro Sekunde, das ist lächerlich. Ich schlage vor, dass wir die Output-Dinge hier natürlich einmal auf einen 4-1-Balancer schmeißen. Und danach teilen die sich ein Fließband.
Kommen wir da. Warte mal, wir gehen noch mal einen weiter raus, weil hier kommen wir auf jeden Fall durch. Jo. Oh, upsie. Das war nicht der Plan. So. Genau, dann haben wir die beiden schon mal am Start. Dann nehmen wir ganz normalen Greifarm, da brauchen wir nichts irgendwie filtern und sortieren oder whatever. Genau, und denselben Spaß machen wir jetzt mal eben mit Glas und mit den Hitzeschildern. Da können wir doch genau den gleichen Klumpen von hier oben auch kopieren, oder nicht? Ach, super. Upsi. So. Wie gesagt, chemisches Gel haben wir nicht. Aber das ist egal. In der Theorie würde das funktionieren. Ja. Okay, nice. Genau, ansonsten der restliche Kram ist ja da. Da wird nochmal nachgeliefert. Wie schaut denn das eigentlich unten auf Nauvis mit der... Ach, Autosave, ich hab gerade nicht gecheckt. Mit der Leichtbauteilanlage aus. Das wäre mal interessant. Na gut, da sind noch 33.000 drin. Ist eigentlich okay. Das wäre auch so eine Sache, da müsste man vielleicht mal bessere Module reinschmeißen. Ach, habe ich schon gemacht. Oh. Hm, naja, gut. Okay. Naja, wird schon reichen. So, was wäre denn der nächste Schritt hier? Diese Kollegen hier, Gammastrahlendetektoren, haben wir das überhaupt schon? Nee, haben wir doch nicht. Also da ist erstmal Ende. Wir können natürlich mit dem nächsten Kram weitermachen. Aber jetzt mal angenommen, wir würden da irgendwann hinwollen. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir so langsam in die Richtung auch forschen. Weil ich würde das ehrlich gesagt einfach stumpf durchziehen. Ja gut, die hängen doch von anderen Sachen ab. Das ist nämlich der Knackpunkt hier. Das wäre halt auch so ein Ding, ne? Gut, dann müssten wir das halt skippen. Ist aber nicht so wild, weil... Warte. Irgendwas wollte ich gerade. Stimmt. Wir stellen die noch gar nicht als T2-Format her. Richtig. Das war der Knackpunkt. Ah ja, genau. Auch die fehlen, lol. Naja, von mir aus. Ja, in dem Fall würde ich sagen, graden wir doch mal unsere alte Gammelanlage da unten nochmal ab. Weil im Grunde... Ja, eigentlich können wir die auch hier herstellen und dann nachher nach oben schieben, per Bot nach unten transportieren, so rum. Gut, aber ich sag mal so, im Grunde genommen... Ach so, da kommt ein... das habe ich erst gar nicht gerafft. Bei der Anlage kommt ja auch ein kleiner Astronomiekatalog mit raus. Oh, lol. Ach nee, geht mit rein. So rum. So war das gemeint. Da hatte ich erst gar nicht gerafft. Ja, okay. Aber wie gesagt, wir wollen... Oder bräuchten dann welche von denen hier? Ja, ich glaube, wir bauen diese Anlage einfach weiter und skippen den Schritt. Es wäre dann nur an der Zeit, hier diverse Markierungen hinzuzufügen, weil ansonsten wird das nämlich langsam... problematisch. Fußboden. Nice. Genau, dann haben wir hier die polierten Datenspeichersubstrate. Genau, hier haben wir chemisches Gel. Yep. Wir müssen natürlich die Sachen mit einplanen, die wir jetzt gerade nicht bauen können. Genau, das waren die leeren Datenkarten.
Genau, dann haben wir hier mehrere Dinge. Wir können auch theoretisch beide reinschmeißen, aber eigentlich reicht es, wenn das Ding da ist. Dann wissen wir, okay, hier ist maximaler Tiefpunkt. Da wird die Motivation auch irgendwann ankommen. Genau, die machen das hier. Und die machen das hier. So, und hier haben wir jetzt die multispektralen Spiegel. So, und das heißt, wenn wir weitermachen wollen, müssen wir diese Kollegen hier skippen. Also dafür müssen wir einen Block mehr mit einplanen. Und das wäre dann der hier daneben. Machen wir gleich direkt. Damit wir dann nicht nachher versehentlich noch Sachen reinbauen. Genau, der nächste Schritt dann. Hätte ich auch eben schon gucken können, das wäre fast schlau gewesen. Aber das waren die Linsen, glaube ich, ne? Diese komischen Rahmen. Ja, genau. Und dafür bräuchten wir tatsächlich sogar zwei Weltraum- und Nacht. Nee, vergiss, was ich meine. Ja, was ich sag. Wir machen da eine von. Genau, das reicht sogar. Auch hier wieder eine 4-mal Input, 1-mal Output, also brauchen wir einen 5er. Und ja, wir nehmen die Beryllium-Variante, weil doppelter Output. Gut, also wir brauchen 5 Bahnhöfe dafür. Nee, nicht ganz. Ja. Haben wir eine dabei? Ja, haben wir. So, und da wollen wir solche Geschichten hier herstellen. Dann machen wir die Flüssigkeit von unten. Ja, ist eigentlich total egal, von wo was kommt. So, aber so ein Leichtölkram hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Aber ist egal, wir können von hier einfach den ganzen Kram mitnehmen. Upsi, nee, Mineralwasser brauchen wir nicht. Genau, Leichtöl. Und wir müssen den Bahnhof noch eben connecten. Genau. Natürlich brauchen wir noch einen Zug dafür, aber das machen wir gleich. Weil da gibt es noch keinen dafür. Aber macht nichts. So, dann haben wir jetzt noch ja, Kohle, Glas und Beryllium. Das machen wir dann, keine Ahnung. Hier links und oben oder so, ist egal. Und Output rechts. Das ist an sich kein Thema. So, aber Glas haben wir schon. Das können wir hier einfach kopieren. Und hier auch netterweise komplett. Wir müssen nur den einen Tunnel da rausnehmen, weil den brauchen wir nicht. Und wir gehen nur stumpf bis da. Und den Rest machen wir dann. Genau, das machen wir dann von hier. Ja, ist egal. Hauptsache, das Zeug kommt da irgendwie rein. Und wie gesagt, diesen Tunnel hier, den brauchen wir nicht. Der sollte auch schon connected sein. Jupp, ist er. Und der hat schon richtig Bock, hier loszufahren. Dann haben wir Glas schon mal da. Nice. Genau, dann machen wir von hier noch Kohle und Beryllium. Das ist aber 8K dann. Der 200. Ja, okay. Wenn er zu ist, ne, dann machen wir das halt. Ach nee, das ist ja Input. Ja, nee, dann machen wir sogar mehr. Und hier runden wir auf 30K. Gerade bei Beryllium würde ich ja ein bisschen sparsamer sein. Ja, dann muss das da nicht vollballern wie so ein Bekloppter. Das ist okay. Was hatte ich jetzt hier eingestellt? Wir können da auch ein bisschen mehr Glas anliefern, aber auch nicht so super viel. Genau.
Stimmt, benennen müssen wir sie noch. Das war jetzt, genau. Genau, Beryllium-Input und Kohle-Input. Das haben wir auch noch nicht. Genau, und dann brauchen wir jetzt noch einen Output für diese Rahmen hier. Genau. Ja, mal wieder keine Kisten, man kennt es. So, aber ist egal. Die nehmen wir mit. Das sind... Oha. Na gut. Wenn man den Bock drauf hat, ne? So. Ich glaube, wir haben alles. Naja, bis auf die Kisten und Greifarme halt. Die können wir nochmal eben holen. Und dann kümmern wir uns eben um die Züge. Ja, da kommt noch ein bisschen mehr mit dazu. Ah, das glaube ich okay. So, wir können uns mal hier auch noch eben manuell bedienen. Wir brauchen da eh ein paar mehr von. Das kann raus und das auch. Ach so, genau. Und die Kisten natürlich, klar. Die waren auch hier drüben. So. Und den Rest haben wir da. Ja, passt. Cool. Wie viel haben wir eigentlich inzwischen von dem Zeug? 27.000. Das ist ja gar nichts. Aber reicht. Also die reicht nicht, aber ist okay. Gut, dann haben wir das Ding hier fertig. Das verkabeln und verrohren wir gleich. Genau, der ist schon auf der richtigen Seite. Ja. Glas haben wir da. Das ist logisch. Aber den restlichen Kram müssen wir noch organisieren. Beziehungsweise die beiden, also Kohle und Beryllium. Naja, mit dem Beryllium bin ich ja mal gespannt. Das ist ein externer, den nehmen wir gleich mit. So, dann würde ich sagen, wir fangen an mit Kohle. Nee, Beryllium war schneller. Ich hab's noch nicht gesehen. Okay, dann machen wir sie leer. Das kann raus. So, und dann brauchen wir hier irgendwo ein Beryllium-Output. Da haben wir's doch. Genau, und dann machen wir voll oder in Aktivität, je nachdem. Dann schmeißen wir den hier raus. Ja, dann kann der eigentlich schon los. Next one, wie gesagt, die Kohle. Genau, auch hier leer. Und dann brauchen wir von Nauvis aus noch die Gegenstelle. Der fährt ja dann bis zum Kohledepot quasi durch, ne? Krass. Na gut, lass ihn machen. Dafür ist es da. So, einmal voll. Und natürlich wieder in Aktivität. Und der hier kann raus. Have fun. Ja, die Depots befüllen sich hier so langsam. Da können wir gleich, ne, diesen ganzen Kreis einmal voll machen mit Depotgedöns, aber egal, kriegen wir schon hin. Und das ist jetzt ein Viertel von diesen Paketen. Und wir sind noch nicht fertig. Lange nicht. Ach so, halt, Leichtöl fehlt auch noch. Stimmt. Yep, dann machen wir das auch noch. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber egal.
Genau, leicht Öl-Input. Der wandert wieder hoch. Machen wir leer, dann fliegt der raus. Genau, und jetzt brauchen wir noch den entsprechenden Befüller dafür. Den haben wir da. Jo, und dann kann der auch los. Vielleicht mal gucken, ob wir überhaupt noch irgendwie Beryllium da haben. Ich habe keine Ahnung. Ewig nicht mehr nachgeschaut. Genau, dann machen wir den restlichen Kram von dieser Maschinerie hier noch fertig. Genau. Beryllium, wo hatten wir denn das? Ach so. Mit 200.000 haben wir noch. Die Frage ist halt, wie lange das so bleibt. Nicht lange. So, wir können den Input von diesen Bahnhöfen hier wieder kombinieren, würde ich behaupten. Ja, das machen wir. Das können wir uns nochmal von hier drüben, glaube ich, copy-pasten. Andersrum. Genau, der passt. Haben wir noch Umspannwerke? Jep, haben wir dabei. Aber hier ist irgendwie... Ah, warte. Ja, dann machen wir es so. Fällt auch gar nicht auf. Reicht das überhaupt? Ja. Warte mal, wir brauchten doch ein paar mehr davon, oder nicht? Ich meine, da war irgendwas mit Modulen, glaube ich. Ja, genau. Aber nur eins. Aber das ist immer noch locker machbar. Gut. Witzigerweise ist Beryllium auch das erste Zeug, was da ist. Ja, der ist noch lost anscheinend. Der Kohletrain hat auch einen ziemlich langen Weg, ehrlich gesagt. Na, was ist hier schon wieder los? Hä? Das meine ich. Wir haben wieder einen random Triggerfaktor. Und die chillen jetzt da. Interessant. Aber wenn die da bleiben wollen, für mich ist das okay. So, ja, nee, wie gesagt, der Kohletrain braucht lange, der ist jetzt gerade wieder gekommen, weil der im Grunde genommen direkt bis zum Kohledepot durchfahren muss. Aber das ist okay. So, dann machen wir noch Glas. Genau, und dann noch das Leichtölgedöns. Und dann sind wir ja schon fertig. Ja, der ist auch schon wieder da. Sehr schön. So, dann bräuchten wir hier noch einen Output. Genau, da nur die Rahmen rauskommen, ist es relativ egal. Den schmeißen wir eben hier mit hin. Und dann haben wir das schon mal fertig. Nice. So, und die Kiste macht jetzt 15 pro Sekunde. Und der Verbrauch ist eigentlich überschaubar, ne? Also das ist schon in Ordnung. Genau, der Block ist reserviert. Da machen wir gar nichts. Okay, wie geht's weiter? Oder womit geht's weiter? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Genau, jetzt kommen diese coolen Teleskope. Nicht. Und andere Dinge. Aber... Ich denke, dass wir jede Art davon in einen Block schmeißen. Das Problem ist... Ja, das sind diese Kollegen hier. Also der hier kriegt auf jeden Fall einen extra Block. Eventuell werden wir diese beiden hier zusammenfassen. Ja, unterschiedliche Input-Geschichten. Vielleicht machen wir das auch einfach stumpf einzeln. Mal gucken. Weil hier sind auch wieder drei von diesen Anlagen. Radioteleskop, genau. Die sind auch relativ groß, glaube ich. Mal gucken. Genau, danach kommt ja schon dieser Spaß hier.
Und hier arbeiten wir ja schon direkt mit der Stufe 2 von den Kollegen. Ist ja gar nicht mehr so viel. Okay. Na gut, ja, dann fangen wir doch mit den Teleskopgeschichten mal an. Die müsste ich sowieso erstmal anfordern. Weil, haben wir nicht. Also haben wir schon hier irgendwo rumfliegen, aber nicht im Inventar. Wo sind denn die mit der... Ach, keine Ahnung. Ach, hier. Ja, so ein Fuffi ist, glaube ich, okay. Ja, momentan geht hier nichts. Ne? Außer der obere Part, der arbeitet halt. Und ich überlege gerade, ob ich hier... Ah ne, das hatten wir schon voll gemacht. Aber ob man vielleicht hier... auch mal noch ein paar Module reinpackt. Wir haben jetzt hier einen Verbrauch von 1,6. Lol. Und 24 kommen raus. Ja. Vielleicht beschleunigen wir diesen hier noch ein bisschen. Das ist kein Must-Have. Würde jetzt halt nur den Anfang beschleunigen. Alles andere relativ Wayne. Aber ich denke, wir machen das einfach. Ja, damit hier endlich mal demnächst Dinge passieren. Wir haben jetzt... ja, 32.000. Der war aber schon mal da dann, oder? Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Wir können... Ach, warte mal. Der war noch nicht da, weil da gibt's keinen. Das war das andere Ding, stimmt. Ja gut, pass auf. Wir bauen dafür mal eben einen Train. Ach so. Immer dieser spontane Autosave. Aber lieber so als ohne. So, haben wir hier gerade einen internen... Ach egal, machen wir per Hand. Weil der braucht ja nicht runterfahren. Der fährt einfach zum Out. Macht das Ding voll. Oder macht hier so ein Inaktivitätsding. Fährt dann wieder in das Depot. Chillt da kurz. Warte mal. So. Fährt dann zum Input. Macht da leer. Und fährt wieder ins Depot. Jo. Genau, und da geht jetzt gerade nichts, weil nicht genügend da ist. Aber das werden wir umgehen, indem wir mal eben ganz kurz hier die Zugbeschränkung rausnehmen. Beziehungsweise auf 1 erhöhen. Weil dann kann nämlich die nächste Anlage auch schon weiterarbeiten. Und dann kann man vielleicht irgendwann mal so ein Ergebnis davon sehen. Wer weiß. Gut, der ist drin. Dann machen wir das wieder an. Und da du nicht weiterfahren möchtest, fährst du direkt hier hin. Und die machen den Tank jetzt erstmal leer, weil jede einzelne Maschine... sich erstmal auffüllen muss. Und wir haben das 500er Rezept genommen. Die nehmen alle 1000 mit. Jawohl. Okay. Läuft. Aber das ist im Endeffekt die sparsamste Variante. Wenn man, egal welchen Prozess man nimmt, ja, hier ist es genau, man verliert halt immer nur einen. Und bei 500 verlierst du einen von, also 490, und hier bist du halt bei 50 und 49. Also auf die Gesamtheit gesehen hast du hier einen größeren Verlust. Ja, und hier brauchen wir nicht drüber reden. Ne? 9 zu 10. Nö, machen wir nicht. Ja, sind die wieder auf Radar-Destreuungstour oder was? Ach nee, die spawnen einfach daneben. Ja, ist okay. Na gut. Wenn die Bock haben, sollen sie es machen. Hier ist auch keine von durchgelaufen, oder? Nee. Krass. Na, das dauert halt, ne?
Das ist der einzige Nachteil, aber wie gesagt, dafür kommen da halt auch 499 raus. Ja, und das hat natürlich den gesamten Kram hier leer gesaugt, aber das war vorauszusehen. Ui. Ja, so, ich sag mal so, für eine volle Zugladung wird das nicht reichen. Aber das ist nicht schlimm. Lassen wir laufen. Gut, ich würde nochmal so ein paar von diesen Symbolen verteilen, oder eins zumindest. Nämlich für diesen Linseneintopf hier. Den haben wir da. Ja, der nächste Schritt. Oder einer der nächsten, wie auch immer, das waren jetzt diese Teleskopgeschichten. Genau. Und das Coole ist, der Aufbau ist an sich immer der gleiche. Nur der Output ändert sich. Also müssen wir den Quatsch nur einmal bauen. Und dann ist es gut. Und hier ist dann wieder Durcheinanderkram mit dabei. Aber egal, also diese drei hier, die kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Machen wir. Aber ich denke mal, wir bauen die sieben immer. Von mir aus auch hier sieben. Ist eigentlich total egal. Weißt du was? Wir bauen sogar acht. Yep. Ja, dann nehmen wir doch genau die Dreierreihe hier drunter. Genau für die Geschichte. Und wir können schon mal... Achso, warte, machen wir hier rüber. Genau, wir können hier schon mal weitermachen mit dem Ausbau. Und natürlich auch Fußboden verlegen. Wie viel haben wir davon eigentlich noch? Ach, der ist schon wieder voll. Ja, okay. Dann passt es ja. So, wir haben die Teleskope schon bekommen, oder? Yep, haben wir. Sehr schön. Müssen wir gucken, ob wir das so hinbekommen, aber normalerweise müsste halt... Ja, müsste reichen. Wir machen den In- und Output per normalen Greifarm und langen Greifarm und dann passt es wieder. Die Frage ist, geht das hier rein? Ich habe eine Idee. Warte. Wir müssten das vielleicht auf die Art und Weise machen. Und dann geht es nämlich auf jeden Fall. Können wir das da einigermaßen bequem durchtunneln. Ja. 6, 8. Weil das wird ja nicht so groß. Das reicht ja schon. Ach so, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4. Ups. Vermutlich können wir da auch noch weniger hinbauen, wenn wir Module reinschmeißen. Weil wie gesagt, wir machen bei allen einfach 8 Stück und dann sind wir safe. Das sollte dann dicke reichen. So, dann connecten wir diese hier komplett. Und da wir dann nur ein Material haben, was rein oder raus geht, ist das relativ easy. Dann würde ich sagen, diese Rahmen, die packen wir hier nach oben rein. Weil dann könnt ihr nämlich wunderbar hier reingetunnelt werden. Geht das, wenn wir das durchziehen? Nee, der ist ja zu blöd für, okay. Genau, den Output, den schmeißen wir dann nach unten mit derselben Methode quasi. Das machen wir dann hier. Upsi, da nicht so. So, der kann weg, eventuell, je nachdem. Jo, Ripke, vielen Dank für den Twitch Prime, vielen Dank für den Support. 8 Monate schon am Start, 6 Monate am Start, sorry. Vielen, vielen Dank. Gut, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die entsprechende Flüssigkeit anschließen, schließen, den Kram verrohren und verförderbändern und dann sind wir dabei.
Ja, und Strom natürlich noch. So, aber wie gesagt, wir brauchen jetzt hier einen ganz normalen Input-Bahnhof. Den bauen wir gleich nochmal eben um. Und das Coole ist, das ist ein interner Zug, der nicht nach unten fahren muss, nach Nauvis. Da ist es dann schon ein bisschen angenehmer. Warte mal, war das richtig? Ja, okay. Wie lange wir heute machen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben gerade einen Lauf. Ich meine, wir haben jetzt 5,5 Stunden, da raucht der Schädel halt schon, das ist normal. Aber ich denke, wir kriegen hier noch ein bisschen was hin. Und eventuell machen wir nachher noch so zum Abschluss ein bisschen hier WoW-Gedöns. Da sind immer 32.000 im Train drin. Dann lassen wir das mal so. Dann kommt immer nur pro Bahnhof ein Train, weil wir müssen das ja später auf mehrere verteilen. Genau, connected ist er. Und das hier ist wie die nächsten beiden Bahnhöfe, die auch noch kommen. Ein Input für diese Kollegen. Achso, da fällt mir gerade ein. Ah ne, wir können gleich den ganzen Block kopieren eigentlich. Ja. Das ist okay. Wir müssen gleich nur noch mal Kisten organisieren und Greifarme. Ja, aber das ist nicht so wild, weil wir können erstmal ganz stumpf mit diesem Fließband hier runtergehen. Und dann ist das schon mal geregelt. Genau. Und des Weiteren können wir hier unten schon den Output-Bahnhof machen. Dann nehmen wir einfach diesen hier. Jo. Ach, schon wieder. Ach halt, das ist die andere. Das haben wir hier im Satellitengedöns drin, ne? So. Die gelben hatte ich jetzt genommen, ne? Ja, wahrscheinlich. Halt. Wir bräuchten da einen Output. Und den Kombinator sollten wir auch noch einstellen. Oh Gott, das ist... Oh, ja, das könnte ja ein Weilchen dauern. So, und in dem Fall könnten wir den Output hier mal eben zusammenlegen. Ach, schade. So, und mal eben Kisten holen und greifen. Aber da können wir gleich wieder, wie vorhin auch, schon ein paar mehr mitnehmen. Wie gesagt, wir haben jetzt, stampfen wir den ganzen Laden gerade neu aus dem Boden, ne? Und das läuft zwar langsam, aber stetig. Ja, bis wir da die ersten Ergebnisse rausbekommen, keine Ahnung. Da müssen wir halt gucken. So, das hier kann weg. So. Und wie gesagt, wenn wir die eine Anlage fertig haben, dann können wir die easy copy-pasten. Und müssen dann halt nur das entsprechende, ja, Ausgangsprodukt ändern und das war's. So, die sind durch. Das haben wir auch. Ich glaube, ich habe zu wenig eingepackt. Aber ist egal. Achso, genau, stimmt. Wichtig ist, wir brauchen hier dann einen Prio-Bahnhof, so einen wie diesen hier. Ja, die Rohre werden schon kommen. Genau, da ist schon alles richtig eingestellt, da brauchen wir nichts tun. Wir müssen irgendwann nochmal so einen Prio-Train überhaupt mal erstellen. Aber ich denke, das eilt nicht. So, wie kriegen wir die Suppe da jetzt raus?
Ach, von hier oben am besten. Schwierig. Ach so, genau. Und den anderen Part, den müssten wir nochmal eben verbinden. Schön. Nice. So. Und wir brauchen dafür dann noch einen entsprechenden Input-Bahnhof. Das ist minus 100, ne? Ja, genau. Egal, dann nehmen wir irgendeinen x-beliebigen Flüssigkeitsbahnhof, weil ich glaube, den minus 100er hatten wir noch nicht als Input. Und selbst wenn, ist es auch egal. Yep. Oh, hä? Beide mit einem Dings? Interessant. So, und dafür haben wir auch noch keinen Train. Aber ja, der wird auch noch keiner fahren. Wir haben jetzt hier gerade mal, ja gut, 32k halt drin. Das reicht noch nicht ganz. Wie viel ist hier schon wieder drin? 16.000. Ich meine, theoretisch könnten wir den Train auch per Time fahren lassen. Aber das ist eigentlich völlig egal. Mal sehen. So, auf jeden Fall haben wir hier noch einen Output dran. Und das Zeug schmeißen wir dann irgendwie hier mit hin. Können wir das vielleicht einen Block nach oben setzen? Ja, können wir. Gut, dann wäre noch die Sache mit dem Strom. Yep. Und dann sind wir an sich fertig. Mit dem Quatsch steht, Züge machen wir gleich. Aber ich würde vorschlagen, wir nehmen das Ding jetzt erstmal mit. Packen das hier nochmal rein. Und packen das hier nochmal rein. Und wie gesagt, die einzige Sache, die sich da ändert, ist der Output-Bahnhof. Und das war's. Und das Rezept in der Maschine natürlich, klar. Aber ansonsten alles easy. Lass mich raten, wir haben nicht genug. Hm, vielleicht. Nee, haben wir garantiert nicht. Da fehlen ja noch beide. Ja, Greifarmel sind schon wieder Mangelware. Kisten haben wir noch. Ja. Gut, während die den Kram hier zusammen basteln, würde ich sagen, fliegen wir nochmal runter, holen Nachschub. Die arbeiten hier immer noch, oder? Teilweise. Ne, das sieht nur so aus. Fake. Alles fake hier. Ich wollte schon gerade sagen. Ja, einfach mal entspannt voll machen. Das Ding schmeißen wir raus. Läuft. Wie schauen denn unsere Beryllium-Bestände eigentlich aus? Leergesaugt wahrscheinlich. Ja, nur noch 150.000. Aber bis das da oben mal vollgelaufen ist, dauert das halt. Ja. Ach ja, stimmt. Wir nutzen ja gar keine Beryllium-Core-Fragmente. Wir gehen dann nur über Asteroidengürtel. Kommt da überhaupt noch genug an? Achso, halt. Warte mal. Welcher ist denn das? Ach nee, das geht ja direkt in die Maschine rein. Stimmt, das ist der einzige, glaube ich, den wir noch nicht umgebaut haben. Ja genau, das ist der hier. Naja, lass ihn machen. So, wir haben alles bekommen. Vermutlich, wir haben sogar mehr bekommen, als wir haben wollen. Gut. Ach so, ich wollte nur mal gucken, wie das unten mit dem Strom ausschaut. Ach, easy.
Oh, ich glaube, ich habe zu wenig mitgenommen. Wie immer. Oh, nee. Das reicht sogar. Ach halt, hier sind noch... Ach nee, das ist Strom. Hä? Warum Strom? Wo seid ihr komplett... Ach, Mann. Jedes Mal, ne? Ich weiß halt auch nicht, wie ihr auf die Idee kommt, hier unbedingt so eine Doppelverbindung hinzubauen. Totaler Schwachsinn. Hier auch. Egal. So. Müssen schnell sein, bevor wir hier... Ach, lassen wir das. Ist egal. Genau, bevor wir jetzt hier irgendwie Müll herstellen, was nicht passieren wird, machen wir das eben schnell. Ja, normalerweise bräuchten wir unterschiedliche Mengen der Anlagen, aber wir machen jetzt von allen einfach zu viel. Genau, das stellen wir um auf grün und dieser hier. Ist dann auch grün. Genau, und hier drüben machen wir dann die blaue Geschichte. Gut, dann haben wir die Sachen nämlich auch fertig. So, und auch hier schmeißen wir diese komischen Markierungen-Dinger rein und so. Genau, da war grün und hier rechts war dann blau. Das helle Blau, nicht das dunkle Blau. Achso. Ja, nice. Wie gesagt, da wird noch nichts laufen. Auch er hier hat wieder irgendwelche... Es nervt so ab mit diesen Stromleitungen, ne? Also ohne Scheiß, das kann doch nicht wahr sein. So ein Schwachsinn, ey. Als ob ich das jemals in diesen Blueprint reingebaut habe. Ich denke nicht. Das hat ja oben auch funktioniert. Haben wir hier noch so ein Opfer? Nee. Ach hier, der hier war das, genau. Nee. Ach so, der hängt jetzt auch noch hier drüben mit dran. Was soll das denn? Gibt's nicht, ne? Da fällt einem nichts so ein. Wahnsinn. So, aber wie gesagt, dann haben wir zumindest schon mal diese drei Kollegen fertig. Dann kommt jetzt noch irgendwie was Spezielles, ne? Ja, genau. Dazu brauchen wir ein Röntgenteleskop. Genau, da kommen auch diese multispektralen Spiegel mit rein und die superkalte Thermofluid-Geschichte. Ja gut, ja, dann machen wir das doch. Ist halt ein Block, der nur eine Maschine bekommt. Ja, wir teilen das auf. Ich glaube, sowas stellen wir noch nicht her, oder? Warte mal, ich glaube nicht. Nö, aber auch das ist nicht so wild. Ich hoffe, warte mal, was braucht denn das Ding überhaupt? Das könnte funktionieren. Eventuell müssen wir die Leichtmetallstange hierher holen. War das so eine Sache für den Part hier unten? Genau. Ja, genau, aber die müssen wir da haben. Ja, bin immer gespannt. So, und das hier sind dann, wie gesagt, diese Kollegen hier, da brauche ich auch nicht so viele von herstellen. Genau, das ist der hier. Machen wir einen Fünfer oder so. Ja, genau, die Sache mit den Leichtmetallstangen. Wir brauchen da nicht so viele von. Weißt du was? Wir holen das Ding manuell. Was ist mit dem hier los? Ach, der ist gerade geflogen. Ja, okay.
Ja, das ist momentan die einzige Sache, wofür wir das brauchen. Klar kommen da später noch andere Dinge mit dazu, aber ja, in dem Fall holen wir einfach eben händisch eine Fuhre, weil ich brauche die echt nur. Ich glaube, einmal brauchen wir das Ding und dann ist gut. Ach, ist gleich hier oben. Nice. Ach so, das könnt ihr eigentlich mitnehmen. Ja, oder wir fliegen eben runter. Dann sind wir den Rest auf jeden Fall auch. Ach, die haben schon. Oh, okay. Dann haben die anscheinend Bock drauf. Na gut. Genau, dann geht's im Grunde genommen hier weiter. Aber ich sehe gerade, wir müssen da rechts. Oh. Ach, die ist endlich mal leer. Nein. Oh, Dann sollten wir vielleicht nochmal weitere Roboports hierher holen. Genau. Ja, da. Achso, da sind die unten. Ja, anscheinend haben wir noch irgendwo welche stehen. Das müsste aber dann hier in der Kiste sein, ne? Ja, genau, siehst du. Da sind noch 20 Stück drin. Ja, wird schon schief gehen. So, aber wir können auf jeden Fall schon mal anfangen, das Ding mit den Bahnhöfen fertig zu machen. Genau, wir brauchen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, machen wir hier mittig, glaube ich. Gut. Gut, haben wir schon eine bekommen? Nee, haben wir noch nicht. Aber offensichtlich wird was geliefert. Nice. Der braucht auch nochmal diese leeren Linsen, okay. Was? Okay. Gut, dann machen wir erstmal die multispektralen Spiegel und die leeren Linsen. Das können wir ja dann hier oben reinpacken. Und dann, ja genau, dann teilen wir das wieder auf einem Fließband auf, genau. Oder verteilen das dann wieder. Da können wir diesen kompletten Bahnhof sogar einfach mitnehmen, weil das ist zufälligerweise auch ein multispektraler Spiegel. Quatsch, hier so ein Linsen-Input, genau. Ja, genau. Hatten wir das Multispektralgedöns nicht auch schon mal gehabt? Ne, nur als Output, ne? Ja, egal, dann stellen wir es halt um, passt schon. Naja, da wäre hier mit dabei, ne? Ja, genau. Und die haben 50, dann. Ach ne, können wir so lassen. Weil ja, ja. Wird schon schief gehen. Was hatten wir hier eingestellt? Auch so viel, ja. Ist in Ordnung. Und wir haben mal wieder keine Greifarme. War das egal? Wir haben mal der Gerät bekommen. Ich dachte, das wäre größer. Wir bauen gerade diesen ganzen Block für diese Maschine. Aber ist notwendig. Gut, dann brauchen wir jetzt den Flüssigkeitsinput. Genau, dann machen wir hier Flüssigkeitsinput, hier den Prio-Output für das warme Zeug. Und hier unten den Kram für Schrotten, das eigentliche Produkt und fertig ist. Gut, ja, Flüssigkeitsgedöns. Hier ist schon mal so ein Prio-Out, den können wir direkt so mitnehmen. Ja, ist gegönnt. Wir können das hier mitnehmen, dann müssen wir nur das Produkt umstellen. Klar, easy. Dann machen wir es so. So, genau.
Gut, 4,5 Stündchen noch bis zum CME. Aber da brauchen wir, wie gesagt, nichts machen. So. Wie viel hat er nochmal gezogen? Ja, sollte passen. Gut, dann brauchen wir einen Output. Einen Schrottausgang hatten wir irgendwo schon mal. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Verdammt. Ach, hier. Müssen wir nur einen Teil vom Fließband halt wegschmeißen, wobei... Nee. Können wir genauso behalten, weil wir können das Endprodukt dann nachher eh da durchleiten dann. Easy. Und das wäre dann dieser Kollege hier. Ich habe keine Greifarme mehr. Dann machen wir so einen Simulationsgreifarm. Ach halt, wir brauchen eh die Filtergreifarme. Stimmt. Ja, da haben wir noch genug von da. Genau, dann haben wir hier das eigentliche Produkt, was wir haben wollen. Das ist dieser hier. Und hier haben wir dann, genau, den Schrott. Und der geht einfach straight hier runter. Genau. Ich nehme das hier einfach mal mit. Ja, der ist schon connected. Genau, da haben wir jetzt diese Röntgenstrahlenbeobachtungsrahmen und die... Oh Gott. So, das heißt, wir haben die Linsen, wir haben die Spektralspiegel. Jupp. Die Pumpen da drüben fehlen noch. Habe ich keine mehr oder war ich nicht in der Reichweite? Ach so, haben wir noch. Aber wir müssen eh nochmal runter, wegen Greifarme und Co. Ja, das würde genau reichen für alles. Genau, hier oben ist jetzt der Flüssigkeitsinput. Wir können das auch mal eben... Wo ist der Prio-Ausgang? Hier? Ja, dann lassen wir das so. Genau. Das ist, glaube ich, ein Plan. Ah, schade. Egal, machen wir es so. Upsi. Genau, dann brauchen wir jetzt nur noch die Fließbänder anschließen. Also die beiden, die wir hier brauchen. Und das werden wir relativ easy mal eben zusammenteilen. Oh. Da geht nichts mehr. Aber egal, machen wir den Rest per Ghost. Hat wieder super funktioniert. Nicht. So. Jetzt brauchen wir trotzdem nochmal eben so einen Copy-Paste-Greifarm. Für den restlichen Gedöns hier. Ja, dann sind wir an sich mit dieser Maschinerie hier fertig. Jetzt brauchen wir nur nochmal eben schnell 150 Greifarme mehr. Ja, okay. Warte mal, die wollen irgendwas von mir, oder? Ja, Energie. Gut. Ja, wie gesagt, wir holen mal eben das Material dafür. Kisten waren wie viele? Na gut, da reicht ja die Masse, die wir dabei haben. Ja, das ist okay. Gut, haben wir noch irgendwas? Ja gut, die Fließbänder werden oben hergestellt. Das dauert nur ein bisschen.
Ja, passt. Ja, gut. Sind da nur die Fließbänder, aber das ist okay. Ja, nice. Dann haben wir das auch schon mal. Das nimmt kein Ende hier. Ich denke, dass wir ja gleich mal in die Breite wachsen, glaube ich. Obwohl, nee, eigentlich brauchen wir das nicht. Könnten wir aber tun, weil wir hier durchaus die Möglichkeit haben. Wir haben extra noch einen Block freigelassen. Damit der andere Flügel für die nächsten Pakete halt hier rauswachsen kann. Und der nächste dann hier raus und der vierte dann hier raus. Und die drei kleineren, also quasi das Ding hier und der hier, die machen wir separat irgendwo. So, kriegen die noch was ran hier oder nicht so? Oh, ist leer. Also so gut wie. Ja, wird schon schief gehen. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch ein paar mehr von diesen Linsengeschichten drauf, ne? Yes. Dazu brauchen wir Mikrowellenteleskope. Ich glaube, die stellen wir auch noch nicht her. Und ich weiß nicht, ob wir das genügend oder ausreichende Material dafür haben. Doch, haben wir. Okay, dann können wir doch schon mal die Anforderungen mit reinschmeißen. Hä? Achso, ich bin dumm. Ach so, da, genau. Einer Stack. Gott. Wie viele brauchen wir davon? 9 Stück, ne? Yes. Kann man da Module reinschmeißen? Oh. 4 Stück sogar. Nice. Aber dann brauchen wir nur noch 3 Stück. Das ist wesentlich angenehmer. Na ja, pass auf, dann fordern wir auch 3 Stück an. Wir müssen nur noch mal eben das Zeug überhaupt herstellen. Ich will da nichts sagen, aber langsam wird es aufwendig. Oh, kann das sein, dass wir auch die Beryllium-Stangen brauchen? Jo. Also Leichtmetallstangen, ja, klar. Das heißt... Wie, die haben alles verbraucht? Okay. Wie viel gehen da rein? Warte mal. 60. Wo ist der Rest? Ach so. Hm. Vielleicht, weil ich noch 4 Stück im Inventar habe. Okay, warte. Wir fliegen oder... Elevaten nochmal kurz runter. Und holen noch ein paar von diesen Leichtmetallstangen. Müssen wir mal gucken, wenn wir an der Rakete noch Platz haben, dann können wir die auch mit hochschießen. Ne, können wir nicht, weil der Frachtcontainer hier oben am Limit läuft. Ne, das lassen wir sein. Was macht denn eigentlich die Energie hier? Nichts, weil hier nichts von dem leuchtet, was wir bauen. Könnte eine böse Überraschung geben, weiß man nicht. Aber ist egal. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, im Schwerpunkt packen wir den Kram natürlich da jetzt erstmal rein. Und der andere hier, der kriegt auch noch ein bisschen was. Ja, upsie. Ja, da haben wir ja schon mal 3 Stück. Wunderbar, nice.
Ja, in dem Fall würde ich sagen, machen wir doch hier gleich weiter. Nachdem wir hier die Markierung reingeschmissen haben. Das war der hier, ne? Ja, genau. Okay. Alles klar. Bevor wir jetzt mit dem nächsten Kram weitermachen, würde ich mir nochmal eben einen neuen Kaffee organisieren. Wir sind jetzt schon, ja, 6 Stunden dabei. Ich muss mal gucken, wie lange wir noch machen. Also, der Schädel ist schon am Rauchen seit Stunden, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal so, gerade diese kleineren Maschinen, die sind ja vom Aufbau her nicht komplex. Es ist nur die Anlieferung vom Material, den Überschuss wegbringen und so weiter. Das ist der Kram, der so ein bisschen Brainfuck verursacht, aber wir haben eine ganze Menge geschafft. Wenn das dann irgendwann auch noch läuft, wäre das natürlich noch besser. Aber momentan hängt das halt damit zusammen, dass wir nicht genügend von dem Kram hier herstellen. Also ja, wir stellen genügend her, aber das muss halt erstmal überall da ankommen, wo es auch gebraucht wird. Und das dauert halt. Was haben wir hier inzwischen drin? Immer noch die 32K. Zur Not kann man den auch nochmal manuell fahren lassen oder irgendwie irgendwas tun, aber es eilt nicht. Wir haben ja am Ende eh noch kein Endprodukt hinten dran hängen. Ne, also das, ja, können wir uns auch erstmal sparen. Gut, dann machen wir noch einen kurzen Break, 5 bis 7 Minuten. Und dann geht's hier weiter mit den Mikrowellenteleskopen. Gut, in dem Sinne, bis gleich.